Was? Folge 25? Die Staffel hat doch nur 24 Folgen. Wer solche Fragen stellt, hat die erste Staffel nicht gehört, denn auch da gab es ein Staffelfinale. Und ja, da es ja sonst keine richtigen Staffelfinale gibt, machen wir halt unsere eigenen. Und da begrüße ich heute mit mir. Ich bin der Sven, hallo Halli. Und außerdem ist da die Dela. Hi. Der Arnim. Hallo. Dann ist da noch der andere Sven. Moin moin. Und der, wie hieß er noch? Frank. Flo, Entschuldigung. Guten Abend. Ich habe sie heute hier versammelt, um ihr, ihr hört meine Stimme jetzt hier, obwohl das Intro noch gar nicht gelaufen ist. Und wenn das Intro gerade gelaufen ist, dann habe ich das verkackt und Auphonic hat es davor geschnitten und ich habe das irgendwie, naja, lassen wir das. Denn ich habe hier ein alternatives Intro für euch und zu dem hätte ich gerne eure Meinung. Denn zwischendrin hat die Alex ja gesagt, man müsste doch eigentlich mal das Mesh-Theme mit als Nasenflötenchor spielen. Und was soll ich sagen, es dauerte nicht lange, dann kriegte ich eine Nachricht von Arnim und ohne weitere Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste mein Mikrofon stumm schalten. Das ist echt super komisch. Großartig. Großartig. Danke, Olli. Fantastisch, Moment. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen viel Hall drauf gegeben. Ach, mehr Hall, alles was halt, muss ich nicht nasenflöten. Ja. Nein, aber genial. Es ist sehr, sehr schade, dass die Alex nicht da ist, um das zu hören. Also Alex, wenn du das hörst, das hast du verpasst. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit immer noch mal in eine Folge einspielen, aber das hat halt nie funktioniert, weil es musste ja auch eine Folge sein, wo Alex da ist. Und irgendwie, seit ich das Ding habe, hat das nie geklappt und dann war sie mal da und dann hatte ich das aber irgendwie technisch nicht bereit. Und naja, hier ist ja Leben, Hölle, Ponyhof. So ist das. Ja, was haben wir heute vorbereitet für das große Staffelfinale? Wir haben die persönlichen Top- und Flop-Folgen uns kurz mal gerade eben überlegt. Und wir haben auch die Statistik, um uns anzugucken, ob da überhaupt was dran ist. Das heißt, der Flo hat sich unsere ganzen Bewertungen mal angeguckt. Und naja, ansonsten wollen wir ein bisschen über die Staffel reden, darüber, wie das auf unserer Seite podcast-aufnahmetechnisch so gelaufen ist und so weiter und so fort. Mit was fangen wir denn an? Flo, du hast Luft geholt. Ja, ich wollte sagen, mit dem, wie es podcast-technisch so gelaufen ist, da müssen wir ja zugeben, dass da in dieser Staffel doch das ein oder andere Problem aufgetreten ist. Ja, schleppend, könnte man sagen. Naja, ich meine, die VHS-Bänder sind ja auch ein wenig technisch veraltet. Seid froh, dass wir nicht per Feldpost, sondern wenigstens einen RSS-Feed haben, der hin und wieder funktioniert und dass wir auch immer noch bessere Tonqualität liefern als die Feldtelefone. Wobei mir das auch schon mal vorgeschlagen wurde, ich glaube auf der Kongressfolge, wo wir uns mit einem anderen Podcaster zusammengesetzt haben, da kam dann auch so, ja, Mesh unter Messer, könntet ihr doch eigentlich mal mit dem Feldtelefon aufnehmen. Ich glaube, die Tonqualität haben wir noch nicht ganz erreicht, aber so ähnlich haben wir es. Aber immerhin muss man uns nicht von komischen Firmen auf, was war es, Kuba kaufen. wir kommen immer noch so in euer Ohr. Das klappt schon meistens. Genau. Im Wesentlichen hatte Dela extrem viel beruflich zu tun und dementsprechend sagte die dann, Leute, ich kann das nicht wie bisher machen, dass ich die Dinger schneide und rausschiebe und so weiter, das muss ich jemand anders tun und das fiel dann irgendwie mir zu. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Wahrscheinlich bin ich nicht rechtzeitig weggelaufen. Richtig. Vor allem ist das Ding halt gewesen, nicht nur, dass ich beruflich wie eingespannt bin, sondern bei mir steht halt momentan auch ein Umzug an. Und da ich in die österreichische Provinz ziehe, ist das bei mir in Zukunft auch ein bisschen fraglich, wie das so mit Internet und dementsprechend Internet verbundenen Dingen wird. Und deswegen dachte ich, gebe ich lieber jetzt schon die Verantwortung ab, damit ihr dann, bis es dann akut wirklich ganz schlimm wird, auch ein bisschen Übung habt. Wie war das aktueller Tipp von der Indolenze?
man besorgt sich ein Satellitentelefon, damit kriegt man zumindest in Deutschland bessere Verbindungen hin als da, wo sowieso schon LTE flächendeckend ausgerollt ist. Ja, wobei, zumindest früher war das so, dass du dann immer noch den Mobilfunkkanal für den Uplink brauchtest und tja, das ist dann speziell, wenn du so eine Folge zu Auphonic hochschieben möchtest, bist du dann ja trotzdem gekniffen, ne? Das ist also. Aber ich wollte dich an dieser Stelle mal loben. Danke, dass du das übernommen hast für mich und du machst da auch eine ganz fantastische Arbeit, weil zum Beispiel diesen ganzen Quatsch mit dem Multitrack-Recording, den würde ich mir gar nicht antun. Also danke dafür. Ja, vielen Dank für den Dank, aber naja gut, ich hab's dann ja auch erstmal ordentlich verkackt, nachdem es ganz gut lief und ich mich da dann relativ schnell reingegroovt habe und ich dann auch gemerkt habe, okay, ich schneide die Folge so in ungefähr der doppelten Folgenlaufzeit, das war für mich schon ganz gut und ich schneide relativ viel, denn mit so vielen Leuten remote aufnehmen, das hat mit der Technologie, die wir nutzen, gar nichts zu tun. Sondern einfach, man hat ein Delay drin, das ist da, das merkt man so im Gespräch kaum, aber die Gesprächspausen sind länger, als sie das im normalen Gespräch wären und man redet halt hin und wieder mal übereinander. Und mit Multitrack kann man das halt auseinanderfuddeln und das tue ich dann auch. Und oft ist das, was ihr in der Aufnahme hört, gar nicht das, was gesagt wurde, sondern da sagen halt drei Leute irgendwas gleichzeitig und ihr hört es dann halt schön hintereinander. Und ja, das fuddel ich da halt auseinander. Ja, jetzt war es allerdings bei mir auch so, dass Ende des Jahres dann irgendwie ziemlich, also im Moment ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Staffel gelaufen, als wir das hier aufnehmen. Wir nehmen also wirklich weit im Voraus auf. Dementsprechend, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zu irgendwelchen technischen Problemen oder so, da heute kam sowas rein, ja, wir haben die dann wahrscheinlich schon behoben und zwar seit Monaten und wissen gar nicht mehr, wovon ihr überhaupt redet. Wenn ihr sowas sagt. Also von daher schickt uns das gerne weiter, vielen Dank. Aber alles, was irgendwie mit Aufnahmequalität und so zu tun hat, das, ja, das werdet ihr nicht realisiert hören. Und wenn ihr es realisiert hört, hat das nichts mit euch zu tun. Genau, bis ihr uns das meldet, haben wir schon 10 neue Probleme. Ja, da haben wir das nächste Problem. Hin und wieder setzt auch mal ein WLAN aus und da ist genau. Dann mitten im Satz auf einmal die Person weg. Das passiert bei mir öfter. Teamspeak, ja, also technische Probleme. Das, wie gesagt, Feldtelefon, wenn ihr euch zu doll beschwert, machen wir demnächst einfach mit Klingeldraht los. Nee, nicht so ganz fies, aber es ist halt doch am Grenzen der technisch Möglichen, merkt man hier die Menge der Leute in einem Teamspeak-Kanal. Über deutsches Internet, ja, es kann besser sein, natürlich, aber könnte auch leider schlimmer sein. Und ich glaube, wir haben hier die Praktikabilität erstmal in den Vordergrund gestellt. Genau. Wobei, da fange ich schon mal mit den ersten Statistikzahlen an. Die Menge der Leute, die ist tatsächlich in dieser Staffel doch stark gefallen. Also wir hatten in Staffel 1 ja einige Folgen, wo wir teilweise zu 9 hier aufgenommen haben. Diese Staffel ist der höchste Stand 5 Personen gewesen. Manchmal sogar nur 3. Also im Schnitt hatten wir 4 Leute hier in der Sendung. Heute haben wir auch nur 5. Ein Zufall? Ich denke schon. Sehr gut. Nein, aber generell wollte ich ganz gerne nochmal gesagt haben, wir danken euch wirklich für jedes Feedback, was ihr uns gebt, auch auf der technischen Seite. Wie gesagt, wir versuchen auch tatsächlich drauf zu achten, wenn wir das können. Aber ich glaube, uns ist allen am wichtigsten, dass wir alle Spaß an dem Format haben und weniger, dass wir Audio-Fetischisten sind oder sowas. Und ich denke, ihr werdet trotzdem an dem Format auch in zukünftigen Staffeln noch euren Spaß haben. Aber wir danken euch trotzdem für jede Einsendung. Also nichts gegen Audiofetischisten, also wer Spaß an einem strammen XLR-Kabel hat, dem darf das natürlich gegönnt sein. Wir möchten hier kein Audio-Shaming betreiben, also das möchte ich jetzt auch festhalten. Genau, was wollte ich noch sagen? Ganz viele andere Dinge, naja gut. Genau, Teamspeak. Also Teamspeak benutzt übrigens den gleichen Codec wie StudioLink und hat jetzt auch eine Multitrack-Aufnahmefunktion und also wenn unsere Audioqualität teilweise nicht so geil ist, dann liegt das sehr wahrscheinlich nicht an Teamspeak. Und über WLAN beispielsweise hat StudioLink auch durchaus seine Probleme. Ich mache auch Podcasts über StudioLink und nichts gegen StudioLink, das hat diverse Vorteile. Aber Teamspeak ist da wirklich keine schlechte Option. Und es hat halt auch ein paar Vorteile. Unter anderem, dass ihr jetzt halt diese Lampe seht, die ihr da neben meinem Namen gerade leuchten seht. Und dass die dann halt, dass hier ein Noise-Gate mit eingebaut ist und so weiter und so fort. Also ganz ehrlich, viel liegt nicht an Teamspeak, sondern einfach daran, dass vielleicht die eine oder andere Verbindung nicht so toll ist, dass das eine oder andere Mikrofon nicht so toll ist. Schiebt das nicht auf Teamspeak.
Also der Hörer sieht natürlich jetzt die Lampe nicht, die geleuchtet hat. Also wir sehen sie, was hilfreich ist. Also das sehe ich auch im Vergleich zu Studio Link. Wenn man Studio Link nur die kleine Version nimmt, du siehst halt nicht, wenn jemand anders zum Reden ansetzt. Da ist das schon hilfreich, wenn man vor allen Dingen, wenn man die Disziplin hat, erst den Knopf zu drücken, bevor man anfängt zu sprechen und so ein bisschen Überlap hat. Also wie gesagt, wir kriegen das so ganz gut hin, hoffen wir. Der große Nachteil an einem Mesh-Podcast ist, dass man dann irgendwie Mesh sich angucken muss, was dann auch im Privatleben manchmal für Probleme gesorgt hat, muss ich offen zugeben, auch technisch gesehen. Das war seit Ewigkeiten das erste Mal, dass ich den DVD-Player wieder rausgekramt habe, den dann wieder anstopseln musste und die DVDs rausgesucht habe. Ich habe mir extra für diesen Podcast ein neues Mini-DVD-Laufwerk gekauft, weil ich vor einiger Zeit meinen großen Tower-Rechner aufgegeben habe und jetzt nur noch so ein Mini-Dell hier stehen habe. Weil ich den Rotz zum Laufen gekriegt habe. Glaubt mir, Freunde, ich... Ja. Du hast dich vor Freude überschlagen. Immer. Immer. Und was ich feststellen musste, also das habt ihr vielleicht auch in der Bewertung von mir mitgekriegt, ich bin es nicht gewohnt gewesen, Mesh zu gucken. Mesh war für mich in der Jugend eine Serie, wo ich gerne mal reingesappt habe, aber die lief ja so unregelmäßig. Und wenn man sich dann mit der Mutter und dem Vater um Forsthaus Falkenau geprügelt hat und anstatt erstmal Mesh gucken wollte oder ähnliches, ja, ich komme vom Lande, naja, da ist es halt so, da hat man mal eine Folge gesehen, so ähnlich wie Alf. Und es sind, ich stelle fest, 80er-Jahre-Serien im Stück zu gucken und jetzt wie hier für die Vorbereitung vom Podcast teilweise 3, 4 oder 6 Folgen hintereinander weg. Das ist schon ein Commitment, wenn man so einen Samstag nur verbringen will oder einen Sonntag. Also es ist schon merkwürdig. Und dann auch zu gucken und Notizen dabei zu machen, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Also ich bin froh, dass Mesh nicht meine Lieblingsserie ist, gebe ich ganz offen zu. Ich höre auch einen Babylon 5 Podcast, weil ich ein riesen Babylon 5 Fan bin, also ich grüße an den Grauen Rat an dieser Stelle, aber ich möchte mir eigentlich nicht meine Lieblingsserie damit kaputt machen, indem ich sie überanalysiere und Mesh ist da gut, ich mag die Serie, aber es ist nicht so mein Liebling und das ist schon anstrengend, sich bewusst dahinzusetzen und sich zu überlegen, ja, was ist fällt mir in der Szene auf und was nicht, das ist ungewohnt. Ja, das macht's vor allem schwierig, das irgendwie mit Partnern zu gucken, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt hatte, beziehungsweise ob ich das in der letzten Staffelgala sogar gesagt hatte. Ich kann mich nicht mit meiner Freundin hinsetzen und Mesh gucken. Wir haben schon mal in der Vergangenheit Mesh zusammen geguckt, fast die ganze Serie, mit sehr viel Spaß. Aber wenn ich da halt mit meinem Notizblock sitze und zwischendrin vielleicht nochmal zurückspringen muss, ich hätte fast spulen gesagt, aber da hätten wir wieder gemerkt, dass ich alt bin, zurückspringen muss, weil ich irgendwas nicht akustisch verstanden habe oder irgendwas nachschlagen muss und dazu gerne die Serie anhalten möchte oder so, das ist nicht wirklich konsensfähig in der Zweiergruppe. Ja, das muss ich tatsächlich auch feststellen. Also mein Mann kann zum Beispiel mit Mesh so gar nichts anfangen. Er kann aber auch mit Käfig oder Helden nichts anfangen. Und von daher, gut, ich habe jetzt den Vorteil, ich führe momentan eine Fernbeziehung. Von daher habe ich viel Zeit, um DVDs zu gucken. Aber ja, das ist tatsächlich was, diese Sachen so konzentriert zu gucken, ist durchaus ein bisschen schwieriger. Und vor allem, ich habe in der ersten Staffel immer den Fehler gemacht, ich hatte zu weit vorausgeguckt. Und dann bin ich mit den Folgen untereinander durcheinander gekommen. Jetzt, diese Staffel war ich ja nicht ganz so oft da. Und da habe ich mich dann tatsächlich zusammengerissen, dass ich wirklich nur die 3 Folgen gesehen habe, über die wir dann gerade sprechen. Das ging dann ein bisschen besser. Ja, genauso versuche ich das auch zu machen. Immer nur die 3 Folgen. Wir nehmen das meistens in Dreierblöcken auf, muss man dazu sagen. Die zu gucken, die wir gerade besprechen. Leider passiert es auch manchmal, dass wir dann Termine verschieben müssen, auch mal 1-2 Wochen. Und dann habe ich mittlerweile schon auch diese 3 Folgen wieder alle vergessen. Und das ist doch manchmal ein bisschen ein Problem. Ja, es war insgesamt diesmal ein Problem, dadurch, dass wir halt so relativ wenige Leute waren, mussten wir halt einige Termine verschieben. Letztes Mal, wenn dann 2-3 Leute keine Zeit hatten, dann hat man vielleicht sogar gedacht, puh, ey, wir sind nur zu 6, das geht ja diesmal sogar einigermaßen. Dieses Mal waren wir halt 3 Folgen lang wirklich nur zu dritt. Ich weiß gar nicht, ob wir oder noch mehr Folgen. Ich glaube, es waren 3, die. 3 Folgen, ja. Genau, die haben Annem, Sven und Sven gemacht. Und die Folgen sind gut. Die habe ich jetzt gerade relativ frisch geschnitten und rausgeschoben, die erste. Von daher, ich will mich da gar nicht beschweren, aber ganz ehrlich, die Folgen danach, wo dann Alex und Flo wieder dazu kamen, die waren halt einfach besser. Tut mir leid. Naja, und ich denke halt vor allem, es lebt auch davon, wenn man eben mehr Perspektiven hat. Und wie gesagt, ich glaube, Besserung, wenn ich es hinkriege, in späterer Zukunft vernünftiges Internet zu haben, werde ich auch wieder mehr dabei sein wieder.
Ja, aber das Format insgesamt ist natürlich dann auch anstrengend. Also dadurch, dass man im Zweifelsfall nicht alle Folgen dabei ist, da hatte ich jetzt zum Beispiel die Entscheidung, ich habe die Folgen, die ich nicht besprochen habe, auch nicht geguckt. Einfach aus Zeitgründen, weil man jetzt überlegt, man nimmt 1,5 Stunden auf, weil für 3 Folgen hintereinander weg, dann guckt man mindestens noch 1,5 Stunden Mesh, dann heißt, das sind so 3 Stunden die Woche. Das ist schon erstaunlich viel Aufwand für so einen Podcast. Also mein anderes Format, ich setze mich da halt hin und laber ins Mikrofon, habe da im Zweifelsfall einen Artikel drüber offen, was ich gerade mir vorstelle, aber da liegt nicht so viel Zeit rein. Also auch diese, wie gesagt, was Sven da macht mit dem Schneiden und so, das ist schon echt Respekt und das unterschätzt man wirklich. Wenn man sich denkt, ach, wir setzen uns hier zusammen, unterhalten uns ein bisschen über Popkultur, mit der wir alle aufgewachsen sind, das ist, und für mich hat es halt auch mitgenommen, wie gesagt, ich bin ehemaliger Soldat und irgendwie hat mich Mesh echt, das letzte Mal, als ich Mesh geguckt habe, war vor meiner Bundeswehrzeit bewusst. Sonst nur mal so 1-2 Folgen. Jetzt Mesh im Stück zu gucken, hat mich schon teilweise, das hört man glaube ich auch mal hin und wieder raus, echt ein paar Mal echt in der Magengrube erwischt. Oh, aber hallo, also ganz ehrlich, ich habe nach der Hälfte der Staffel, habe ich ernsthaft gedacht, ob ich dir naheliege, dass du es bleiben lässt. Weil da waren einige Folgen, wo man speziell, weniger im Podcast, aber speziell im Vor- und Nachgespräch echt gemerkt hat, dass sich das richtig getroffen hat und wo ich schon wirklich gedacht habe, boah, ist das gut für ihn? Und das Schlimme ist, ich bin Etappensoldat gewesen. Ich habe bis auf den Anfang des Irakkriegs war ich zufällig auf See, aber sonst habe ich ja mehr oder weniger mein Leben damit verbracht, nur Schiffe zu beurteilen und an Land zu setzen. Aber selbst da kriegt man ja noch genug mit. Und also muss ich ganz offen zugeben. Also ich bin froh, dass ich es mache. Ich finde Mesh immer noch cool. Ich finde es cool, mich damit in Ruhe zu beschäftigen. Aber es ist schon, man merkt, in der heutigen Zeit irgendwie, dass Mesh wieder einen Bezug kriegt und eine Alltagesaktualität, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir verstehen, glaube ich, alle, wenn du mal wirklich eine Pause brauchst, weil du die eine oder andere Folge nicht ansehen kannst. Aber wir sind auch froh, deinen Input dabei zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. Entschuldigung, Sven. Aber ich finde es zum Beispiel ganz cool, dass wir tatsächlich die Besetzung auch so gewechselt haben. Ich meine, im Vergleich zur ersten Staffel sind ja jetzt viele Leute dabei gewesen, die in der ersten Staffel nur vereinzelt da waren. Wir hatten den Olaf dabei, wir hatten jetzt dich dabei, anderer Sven. das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass wir es tatsächlich geschafft haben, auch andere Leute noch für das Thema reinzuziehen und zu interessieren. Ja, ich vermisse aber einige Leute aus der ersten Staffel. Also Leute, die in der ersten Staffel dabei waren, kommt gerne wieder hier zurück ins Camp. Wir hätten euch gerne wieder mit am OP-Tisch, ja? Genau. Ja, wobei, ich habe schon von manchen gehört, die doch zurückkehren möchten demnächst. Da gab es dann auch persönliche Gründe, warum das jetzt nicht mehr so geklappt hat. Bei dem einen oder anderen wird das besser werden wohl wieder. Apropos persönliche Gründe und nicht geklappt habt, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass es zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 so eine ziemlich große Lücke gab. Das lag einfach daran, dass bei mir beruflich total die Welt untergegangen ist am Jahresende. Zwischen den Jahren war ich dann im Prinzip die ganze Zeit krank und auch so krank, dass ich mich hier nicht wirklich vor einen Rechner setzen mochte, um was zu machen. Und im Januar ging es dann beruflich fleißig weiter. Dementsprechend bin ich jetzt erst Ende Januar, Anfang Februar wieder dazu gekommen, überhaupt wieder Folgen zu schneiden. Und ich muss sagen, wo ihr das vorhin so sagtet, von wegen Heidenarbeit und so weiter, es macht mir einen verdammten Spaß, diese Folgen zu schneiden. Also ich höre die Dinger ja immer dreimal, im Prinzip einmal, wenn ich dabei bin, einmal, wenn ich sie schneide und dann nochmal hinterher qualitätskontrollmäßig in meinem eigenen Podcatcher. Und das macht mir alle drei Male hören, macht mir einen Heidenspaß. Und ich kriege auch irgendwie Dinge mit, die ihr gesagt habt, wo ich zwar dabei war, aber die ich in dem Moment nicht so verarbeitet habe. Und ja, es ist also schon, wie gesagt, ich muss euch da nicht leid tun, wollte ich sagen. Ja, also mir geht's ähnlich, auch wenn ich es nur zweimal höre. Ja, ich höre es sogar nur einmal. Ja, wenn man selber dabei ist, man kriegt teilweise gar nicht mit, was man so an Schwachsinn labert. Wobei jetzt die zukünftige Staffel wird ja auch wieder eine technische Herausforderung, weil ich habe meine DVDs vor Ewigkeiten gekauft, ich habe die Staffel 3 gar nicht. Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, wo ich die Staffel 3 beziehen kann an DVDs. Das ist ja mittlerweile auch mit DVDs kaufen gar nicht mehr so einfach.
aber das kriegen wir schon gelöst, das Problem. Notfalls habe ich eine Staffel 3 Box, die ich nicht brauche, weil ich habe mir auch Einzelboxen gekauft gehabt und habe dann irgendwann festgestellt, Mist, die letzten Staffeln kriege ich auch gar nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mir noch eine Komplettbox gekauft, also notfalls kann ich dir da was leihen. Okay, das ist auch eine Variante. Nein, aber tatsächlich, mir hat das mit dem Schneiden damals auch Spaß gemacht, auch wenn ich immer viel geschimpft habe. Gut, jetzt waren wir auch in Staffel 1 noch nicht natürlich so aufeinander eingespielt, wie wir es jetzt sind. Aber bei mir war halt einfach der Punkt, ich habe halt zwei große Formate, die ziemlich viel Vorbereitung brauchen, weil wir halt im Königsbube Donnergast natürlich über Romane reden, was natürlich auch nochmal Zeit frisst, plus eben den Schnitt, plus die ganze Organisation. Ich habe halt damals noch ein bisschen koordiniert, wie wir die Termine finden und so weiter und so fort. Und auch zu der Zeit noch neue Gäste akquiriert. Mittlerweile hat sich das ja alles ganz schön eingespielt. Deswegen bin ich echt dankbar, dass du mir das abnimmst. Ja, sehr, sehr gerne. Mich hat es halt die ersten Staffeln, habe ich ja nicht Multitrack geschnitten und dann bin ich ja zum Multitrack übergegangen. Und ich habe jetzt gerade vorhin, bevor wir angefangen haben, die Aufnahme zu machen, noch eine Folge geschnitten, wo meine Aufnahme nicht geklappt hat und wir auf die Backup-Aufnahme zurückgehen mussten, die nicht Multitrack war. Und das ist eine tolle Folge, aber wir haben an so 4-5 Stellen echt volle Kanne übereinander gelabert. Auch wirklich mit 3 Leuten, die dann stocken und aufhören und irgendwer redet dann weiter. Und das hätte man mit Multitrack so schön retten können und so ist es halt einfach Brei und hat mich das geärgert, verdammte Axt. Das wird wahrscheinlich kein Mensch da draußen merken, aber gut, irgendwas ist ja immer. So ist die Folge Carry on Hawkeye, wo dann plötzlich wieder viel mehr übereinander Gelaber stattfindet als vorher. Sorry. Ja, man muss aber auch sagen, du hast in dieser Staffel nicht nur geschnitten, du hast sehr viel mehr gemacht, du warst wirklich in jeder Folge dabei. Und du hast bei 24 Folgen hast du 15 Mal moderiert. Das hatte ich auch irgendwann einfach keine Lust mehr zu. Genau. Das ist klarer Rekord. Wobei, du bist nicht der Einzige, der bei allen Folgen dabei war. Auch der Anim hat das dieses Mal geschafft. Der hat aber gar nicht moderiert. Kein Druck, Druck, Druck. Anim, erkläre er sich. Ja, wie viel man vielleicht hört, ich neige dazu, sehr zu holpern beim Sprechen und dann auch noch so eine Moderation mir aus dem Kreuz zu leiern. Also, da fühle ich mich doch etwas überfordert. Nein, wir mögen dich so, wie du bist und das ist auch völlig okay. Genau. Keiner wird hier zu irgendwas gezwungen, außer Sven zu schneiden. Ja, Folge, wo wir Alex letzte Staffel zum Moderieren gezwungen haben, oder ihr, ich war glaube ich gar nicht dabei, das war ja auch echt, also nichts gegen Alex. Alex, ich hab dich lieb, aber Gott, die Moderation war ziemlich furchtbar. Ja, also die hat diese Staffel auch nicht moderiert und war bei 8 Folgen dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt moderiert habe, so im Nachhinein. Du warst zweimal beim Moderieren und warst in 19 Folgen dabei. Du hast vor allem diverse Male vom Rücksitz oder vom Beifahrersitz moderiert, wo du dann so, ja nee, jetzt wollen wir aber mal hier das und das machen. So, okay, eigentlich moderiere ich, aber mach du mal. Ich bin Berater. Mit Händen in der Hosentasche von hinten dumme Kommentare machen, das ist das, wofür ich bezahlt werde. Da könnte man ja eigentlich mal die Frage stellen, in welcher Figur aus dem Mesh-Universum sich die einzelnen Teilnehmenden mal so reflektiert sehen. Das ist eine verdammt gute Frage. Fragen haben es an sich, dass sie schwer zu beantworten sind. Dann schieben wir einen Moment noch nach hinten. Überlegt euch. Ich fange einfach mal an. Na, ich nenne noch gerade die 3 anderen Leute, die dabei waren, diese Staffel. Okay. Sonst dann haben wir das hinter uns. Der Zappo hat es dieses Mal leider nur 2 Folgen geschafft. Er will aber auch wieder öfter dabei sein. Wir hoffen, dass es klappt. Und die Dela hat ja auch nur 3 Folgen. Die ist ja jetzt auch zum Schluss erst wieder eingestiegen, aber hat ganz vorbildlich davon auch eine moderiert. Und ich hatte ja auch zwischendrin einen Ausfall. Ich war 21 Folgen da und habe 6 Mal moderiert. Ja, und zu sagen, welche Figuren im Mesh-Universum. Also ich wünschte, ich könnte so gut Papierkram machen wie Raider. Wäre so schlagfertig wie Hawkeye oder Trapper, aber im Endeffekt wahrscheinlich von der Art und Weise und dass mir alle anderen scheißegal sind, glaube ich, passt Klinge am besten auf mich, weil ich halt immer irgendwie in den falschen Klamotten mit dem doofen Spruch einfach nur auftauche und alle anderen nur die Augen rollen, wenn ich auftauche. Also so gesehen
glaube ich, wahrscheinlich realistisch, wahrscheinlich außer mit dem Crossdressen eher Klinger von der Art und Weise. Ja, ich bin ja neben Alex die einzige Frau in der Runde. Deswegen würde ich sagen, Alex ist die nüchterne Hot Lips, nur etwas weniger arschig, und ich bin die betrunkene Hot Lips. Das ist eine sehr, sehr geile Zusammenfassung, und ich fürchte, ich sehe, was du meinst. Also die zukünftige Hot Lips. Ja gut, dann ich schätze mal, ich bin eigentlich so der Father Mulcahy. So ganz ruhig im Hintergrund, aber dann doch noch das lebensrettende scharfe Messer in der Tasche. Ja, ich würde mich ja gerne so ein bisschen in der Raider-Rolle sehen, aber ich glaube, ich bin eher Frank. Och, Frank, Flo, sag das doch nicht so. Nein, Frank! Du bist definitiv nicht so feige wie Frank, und du bist definitiv nicht so inkontinent, zum Glück auch nicht so inkompetent wie Frank. Also von daher, nein, das nehme ich dir nicht ab. Was hast du gesagt? Ich musste deine Beleidigung eben noch in meinen Brief an den Colonel schreiben. Richtig. Aber das passt eigentlich wieder, ne? Wer hat hier die, wer möchte hier gern das Kommando haben? Ich, Flo und Dela. Ja, Major Quadrat. Passt zusammen. Oh Gott. Kein Grund, das zu werden. Yeah. Oh Mann. Ja, ich, also, keine Ahnung. Ich kann das irgendwie ganz schlecht wegsortieren. Ich sehe dich ja so als Colonel Fleck. Ja, ich habe schon gedacht, ob ich jetzt hier so völlig zur zum Selbstrunterziehen übergehe und mich irgendwie so in so eine Rolle irgendwie begebe, aber nee, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Background Noise 5. Ohne Sprechtext, nur einmal durchs Bild gehuscht. Genau, ich bin die PA. Nee, ich muss sagen, ich finde mich in keinem der Charaktere so richtig wieder, also... Ich stelle mich gerne in den Vordergrund und ich mache irgendwie ziemlich gerne irgendwie Theater und so dieses, ich habe zwar keinen Bock, das zu machen, aber einer muss es ja machen, dass Hawkeye hin und wieder mal hat, das finde ich bei mir auch immer wieder. Ich bin aber hoffentlich nicht so ein sexistisches Arschloch und so gut darin, Leute runterzuziehen, wie er das ist. Also ich würde mir gerne so die guten Eigenschaften von Hawkeye, die würde ich mir gerne anziehen und den Rest weit von mir weisen. Aber das ist jetzt auch also, eine schwache Antwort. Also eher so ein bisschen im Schatten von Hawkeye wie Trapper oder ja. Wie DJ. Ja, ich wollte gerade sagen, eher wie BJ als wie Trapper, weil ich bin zumindest treu. Ja, ja. Ich glaube, wir wären alle gerne so der Hawkeye der späteren Staffeln. Nee. Nee, außer Dela, aber Dela ist klar. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gesagt hast, dass du der Zahnarzt mit dem großen Bohr bist. Hallöchen. ja, ich hätte ja auch sagen können, ich wäre gerne der Father, weil er ja einer meiner Lieblingscharaktere ist, aber der Father kann, glaube ich, besser boxen als ich. Also. Habt ihr denn in dieser zweiten Staffel jetzt irgendwelche neuen Charaktere oder Charaktere, die ihr neu als neue Lieblingscharaktere für euch gewonnen habt? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine große Liebe entdeckt für den Anästhesisten, dessen Name nicht mal fällt, der eigentlich nur ein totaler Nebencharakter ist. Aber immer wenn er auftaucht, finde ich ihn unglaublich toll. Ja, ich mochte hier den Sensei, wie heißt der? Dieser. Ja, der von Pat Morita gespielte. Genau, ich habe seinen Namen auch vergessen. Genau. Ich hätte den so geliebt, wenn der öfters auftauchen würde. Also, wenn man mich fragt, welchen Nebencharakter, ja, so ungefähr der. Mit Händen in der Hosentasche doofe Sprüche machen. Das ist genau das, was ich bei der Bundeswehr gemacht habe. Das ist jetzt, was ich als Berater mache. Daneben stehen und, jojo, wenn ihr es meint, der Typ ist so toll. Der ist so toll und leider nur zweimal aufgetaucht und ich habe nur eine Folge davon gesehen. Oh. Ich finde einerseits Sydney Friedman ziemlich cool, speziell nicht mal wegen der Auftritte, die er jetzt schon hatte, sondern wegen den einigen, die noch kommen werden. Also den Psychiater, den Sven so hasst. Ja, sorry. Den finde ich ziemlich cool und ich bin sehr froh, dass jetzt diverse Charaktere, die dann später auch noch mehr Screentime kriegen, schon mal zumindest durchs Bild gelaufen ist. Also die ganzen Enlisted Men, also hier Igor und, ach, wie heißt der mit der Mütze und dem Kotzbalken nochmal, hier mit dem 3 Tage
Rizzo, genau, richtig. Und Schwester Kelly und ja, so die Charaktere, da freue ich mich so als ganzer Haufen drauf, dass die dann in den späteren Folgen wichtiger werden, weil die sind, glaube ich, haben ganz viel Einfluss darauf, dass sich das Mesh dann mehr anfühlt wie ein konsistenter Ort. Ja, wobei ich da auch sagen muss, zum Beispiel Major Quadrat hat in dieser Staffel für mich halt auch echt Höhepunkte gehabt. Also wenn man da in diese Folge denkt, unter Beschuss, wo Frank da in der Ecke kauert und man wirklich mal richtig sieht, was für ein Feigling der ist und so. Ich finde, jetzt in der Staffel hat man wirklich schon, es ist mal so Höhepunkte und hat man wieder so ein Tal, aber diese Höhepunkte mit der Charakter, also es gab so ein paar Folgen, wo wirklich schön die Charaktere mal rausgearbeitet wurden, dass wirklich irgendwie gefühlt jede Person mal so eine Folge hatte, wo sie glänzen konnte von den Hauptpersonen. Das gefiel mir wirklich gut. Bisschen wenig Klinger für meinen Geschmack, aber insgesamt war es halt wirklich schön, dass jeder mal so eine Folge für sich hatte. Ja, und auch Margaret hat sich ja doch im Gegensatz zur ersten Staffel stark weiterentwickelt. Das ist zwar, du sagst es ja, Höhen und Tiefen von Folge zu Folge wieder hoch und runter gegangen, aber man sieht schon, dass die Entwicklung hin von, ja, von Franks Gespielin zu einer wirklich ernstzunehmenden Figur, also die ist schon in voller Fahrt. Aber ich muss ja auch sagen, und ich weiß, das trifft bei euch, glaube ich, nicht so zu, ich hatte ja auch doch wirklich Spaß an Fleck. Ich hatte Spaß an Fleck, ich hatte bloß keinen Spaß an den Folgen, wo er auftaucht. Das ist es. Die Folgen waren, wobei die erste Folge fand ich es gar nicht schlecht. Ich mag den Charakter. Er ist so ein Charakter, den man richtig mit Vorliebe hassen kann. Und das gefällt mir an ihm. Er war mir speziell in der zweiten Folge, waren nur die zwei, ne? Die, wo das erstmal auftaucht. Ja. Die mit dem anderen Geheimdienstmann, genau. Smattering of Intelligence heißt die. Ich habe sie als Spy vs. Spy bei mir notiert, fällt mir gerade auf, aber das ist egal. Er war mir speziell in der zweiten Folge halt einfach zu bizarr. Dieses, wo er sich dann nochmal den Arm bricht, indem er das Röntgengerät draufschmeißt und keine Ahnung was. Das war so wirklich so, echt jetzt, das sieht ihr gerade durch? Was soll das? Das ist das Witzige. Ich habe ja keine der Folgen gesehen. Das sind die Folgen, die mir fehlen. Und ich hab den gerade jetzt nochmal in der Mesh-Wiki nachgeguckt, was übrigens witzig ist. Du siehst mittlerweile bei der Mesh-Wiki, welche Folgen wir besprechen, weil scheinbar hat diese Webseite so wenig Zugriff, dass immer, wenn wir was nachschlagen, das gleich wieder als Topseite gilt. Ja, yep, das ist definitiv so. Ihr könnt also im Mesh-Wiki auf fandom.com könnt ihr definitiv sehen, welche Folgen wir gerade aufnehmen. Und der Typ, ja, das ist so ein witziger Randcharakter, aber ja, ich glaube, ich muss die Folgen mal gucken mit dem, aber es ist so, okay. Aber wo wir gerade von dabei waren, ich mag den Charakter, aber nicht die Folgen. Ich glaube, jetzt können wir mal auf die Frage zurückkommen, was sind so die Top- und die Flop-Folge? Ja, also für mich persönlich, 5 Uhr Charlie ist ein Highlight, absolut. Das Ding mit Taidong und unterm Feuer fand ich auch heftig, aber sind für mich auch absolute Top-Folgen, weil halt gerade Frank mal richtig scheinen kann. Für mich absolute Flop-Folgen ist so die Kim-Folge, mag ich nicht unbedingt. Auch wenn sie irgendwie so herzerwärmt ist. Und halt gerade diese Henry-in-Love-Folge, die ist ja grausam schlecht. Also, ja, die ist schlimm. Und das sind so absolute, was mir so aus dem Kopf fällt. Ich könnte jetzt meine Notizen, ich habe das Buch hier liegen, nachschauen, aber das sind so die Folgen, die mir so aus dem Kopf rausfallen. Ich weiß nicht, was die Bewertung sagt. Da wird Flo jetzt wahrscheinlich dann danach nochmal sagen, ja, wo ich am besten gelegen habe und daneben gelegen habe. Genau. Aber so gefühlt, 5 O'Clock Charlie ist halt einfach so ein Highlight. So richtig grandios, merkwürdig. Und die Unterfeuer und das Ding mit Taidong sind halt wirklich so jetzt erste Mal, dass Mesh wirklich Krieg zeigt. So richtig, so richtig. Und dass Frank halt auch sich als Idiot mal rausstellen kann. Waren so die Folgen. Dann würde ich vielleicht gleich weitermachen, denn es stimmt ja vollkommen zu. Also die schlimmste Folge war für mich tatsächlich auch die Henry in Law Folge, weil die alte ging ja so unglaublich auf den Sack.
Ja, ich kann mich dem anschließen. Also Kim, alle lieben Kim zu Deutsch und Henry in Love, Affäre Henry und Nancy, da ist der Titel schon absolut zum Kotzen. Das sind auch meine beiden absoluten Lowlights. Ja, bei mir auch. Ja, und Highlights definitiv auch 5 O'Clock Charlie. Ich fand die Folge Carry On Hawkeye, wo alle krank werden und Hawkeye und Hot Lips das Ding irgendwie nach Hause schaukeln müssen. Ja, ja genau, vergessen. Die habe ich auch bei mir als Top-Folge. Ja, und die Folge 6 mit dem kleinen weißen Jungen. Weil das die erste Folge ist, wo man mal für Trapper ein Gefühl kriegt. Das ist die mit Kim. Genau, die mag eigentlich von uns keiner. Ich mag die. Aber die schlimmste Folge in dieser Staffel für mich war tatsächlich das Staffelfinale, die Agentenspielchen-Folge. Die ging mir unglaublich auf den Sack. Die war so schlecht, die ist mir nicht mal auf die Nerven gegangen. Die habe ich noch nicht mal geguckt, sorry. Also ich stimme euch da auch zu, also bis auf Dela natürlich. Also ich mochte die Kim-Folge auch überhaupt nicht und auch die Henry und Nancy-Folge grauenhaft. Ansonsten, klar, 5 Uhr Charlie, die Beschussfolge und was noch nicht genannt wurde, aber für mich auch echt ein Highlight war die Alle unter einer Decke-Folge mit der Kälte und dem Engpass, wo sie alles verheizt haben. Das war auch eine großartige Episode für mich. Ah ja, das ist auch schöne Situationskomik, ja. Mit dem Tisch, der immer kürzer wird. Ja, stimmt, die war auch gut, ja. Und ansonsten, was ich ja gerade schon in meiner welche Charaktere während der Folge Diskussion erwähnt habe, war halt die Folge mit der betrunkenen Hot Lips. Das ist, glaube ich, Folge 14. Das ist auch absolute Liebe, diese Folge. Ja, also von den Bewertungen her ist tatsächlich die schlechteste Henry und Nancy. Ich habe die Bewertung wieder auf 1 rumgerechnet, weil wir ja unterschiedliche Wertungssysteme haben. Die hat also 0,23 von 1 Punkten im Schnitt. Wundert mich gar nicht. Doch, so viel. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Keine Bewertung mehr als 0,3, muss man dazu sagen. Und die zweitschlechteste war auch, tut mir leid, Dela, alle lieben Kim. Das ist okay. Mit 0,27. Ich glaube, die hat uns vor allem alle geärgert, weil die viel mehr Potenzial hatte und dann halt leider auf den Bauch fiel. Ja. Die drittschlechteste war die Folge mit der Nase. Oh ja. Die verdrängt man irgendwie so ein bisschen. Die habe ich gar nicht mehr gerochen, die Folge. Und dann kam auch schon das Staffelfinale, das habe ich auch noch am höchsten bewertet, weil ich da mehr Spaß dran hatte, aber mit 0,43 jetzt gar nicht mal so schlecht, ein bisschen unter der Mitte. Und der Staffelanfang mit Zerstritten stehen wir zusammen mit 0,45. Das war so die Flop 5 Episoden. Bin ich auf die Top 5 gespannt? Ja. Nee, stimmt. Also der Anfang, wir schmeißen den Privatspion vom General ein und am Schluss, ja, die Geheimdienste, die sind wirklich auf einer Stufe. Ja, wobei ich glaube, da haben sich viele mit der Bewertung noch so ein bisschen zurückgehalten, weil wir uns die Skala nach oben noch so ein bisschen offen halten wollten. Die war jetzt nicht wirklich schlimm. Die war, glaube ich, einfach nur viel Exposition und irgendwie viel, wir stellen noch mal die Charaktere vor und so. In meinen Augen immerhin noch die beste Klinger-Szene. Mit dem Drachenfliegen. Ja. Also das ist eigentlich eine der geilsten Szenen und auch mit diesem richtig schlechten Tricktechnik und wo du dir denkst, so allein von der Physik, du kannst so nicht Drachen fliegen, das funktioniert so nicht, aber es ist halt einfach nur geil in diesem Morgenmantel, in den Puschen, unter diesem Ding hängend, laufend vor so einem richtig schlechten es ist ja nicht Greenscreen, das ist vor so einer Leinwand, glaube ich, noch gefilmt. Das ist so wunderbar schlecht und es ist halt einfach so toll, das ist so Klinger irgendwie, das ist halt eine der tollsten Folgen für mich, tollsten Szenen in der gesamten Staffel für mich, weil es so absurd ist und so richtig auf den Charakter passt. Es war sehr pink. Ja. Aber Klinger war, auch wenn er eigentlich relativ selten dabei war, auch immer wieder ein Highlight. Ja, das stimmt. Ja. Ja, andere Highlights. Auf Platz 5 haben wir gleich 2 Folgen mit einer Bewertung von 0,75. Und zwar, welche, die von uns keiner genannt hat, die Episode 5 zur lustigen Latrine.
Ja, der Übernächtigung, ja, doch, schön. Die sind schon war auf der Longlist, also in den Top 5 hätte ich sie genannt. Und immer einen Schritt voraus, Episode 7. Und da musste ich tatsächlich nachgucken, was das für eine Folge war. Das war die Folge, in der Hawkeye einen neuen Love Interest hat und die sich dann als Rassistin rausstellt. Yep. Die habe ich gerade geschnitten, deswegen weiß ich die. Ah ja, die mit dem dumpfen, ja, mit dem dumpfen genau. Sound. Ja, kam gerade raus, haben wir gerade gehört heute. Ja, auch keine schlechte Folge, aber auch, ja, Mesh halt, ne? Irgendwie so eine gute Mesh-Folge, aber für mich persönlich kein Highlight. Eine schöne Folge, aber... Wie ging es euch denn insgesamt? Ich habe den Eindruck gehabt, es gab hier ein paar sehr viele Spitzen in dieser Staffel. Gab auch richtige, absolute Ausfallerscheinungen. Aber ich muss sagen, ich fand die Staffel im Gesamtdurchschnitt doch sehr durchschnittlich und belanglos teilweise. Im Vergleich zur ersten. Der Durchschnitt sollte ja eigentlich das ist halt so ein neutraler Grau, ne? Niemand mag Klugscheißer. Ja, ich weiß, deswegen rate ich ja. Jeder rollt bei mir die Augen, wenn ich vorbeikomme. Nein, also es ist. Mesh hat Potenzial, aber es ist für mich halt auch interessant gewesen, dadurch, dass ich jetzt mal als Staffel geguckt habe, was ich ja vorher gesagt habe. Weil sonst ist halt so, oh, es ist Mesh, langweilige Folge, schaltest um oder hey, das war eine coole Folge, aber du guckst es nicht so bewusst und hier hat man halt irgendwie gesehen, dass du halt mal so 3 Füllerfolgen hintereinander weg hast und dann ist mal wieder so ein Highlight und hast wieder so eine Durststrecke. Ich würde auch sagen, es war mehr Hit and Miss, wobei die Highlights halt deutlich besser waren als in der ersten Staffel und dafür war dann auch wieder der Ausgleich da. Also im Durchschnitt würde ich sagen, vielleicht sogar ein Ticken besser als die erste Staffel, wenn man hohe Punktzahlen besser wertet als niedrige. Ja, ich würde aber auch sagen, wir hatten in der ersten Staffel ja so ein paar richtige Flops. Also die... Einen habe ich mitbesprochen. Ja, ich möchte es gar nicht mehr sagen, die Moose-Folge und so Kram. Oh, ja, also sowas hatten wir ja zum Glück wirklich nicht. Die ganzen schlechten Ausfälle sind, glaube ich, wirklich die 2, die wir genannt haben. Mit Henry und Kim. Also ansonsten war es nicht so kopfschüttelschlecht, wie wir in der ersten Staffel doch öfter mal hatten. Ja, das stimmt, das ist deutsch. Mach uns die 4, Flo, wir sind gespannt. Platz 4 ist Folge 11, Schwester, Freund und prima Kerl. Besser bekannt als Carry on Hawkeye. Ja, das wundert mich nicht. Das war auch eine richtig gute Folge. Ja, Amen. Welche Folge? Ich war ja jetzt nicht so oft dabei, aber welche Folge hat euch denn jetzt nicht vom Inhalt her gefallen am besten, sondern in der Aufnahme, also von der Chemie zwischen uns? Also ich mochte ja die Folgen 7 bis 9, da war ich nicht dabei. Also keine Ahnung. Nichts gegen euch Jungs, aber die Folgen 7 bis 9, die waren nicht schlecht, aber ich würde sagen, das waren in der Tat die schwächsten, weil wir drei da irgendwie so in unserem eigenen Saft gekocht haben. Wir waren die drei, die am meisten dabei waren irgendwie und wir hatten uns halt irgendwie nicht so viel zu sagen zu denen und ja, die waren in Ordnung, also da müssen wir uns nichts vorwerfen lassen. Aber ich war doch jetzt froh, ich bin euch ja da ein bisschen voraus, als da wieder andere Leute dabei waren und einfach nochmal andere Blickwinkel reinkamen und ja. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, war diese übernächtigte Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war. Wo wir uns getroffen haben, wir alle übernächtigt waren, eigentlich 3 Folgen aufnehmen wollten. Das waren so 3 Füller-Dinger. So richtig so, oh, und nach der ersten hatten wir schon alle keinen Bock mehr. Das ist ja auch, glaube ich, eine der kürzesten Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo wir dann irgendwie so, hast du was zu sagen? Nee, scheiß Folge. Hast du was zu sagen? Nee. Ja. Okay, ja. Gut. Schönen Tag noch. Ich weiß auch nicht mehr, welche Folge das war, aber ja, ich glaube, die ist unterhaltsam geworden, weil wir irgendwie, ich moderierte die, glaube ich, auch. Ich sag, glaube ich, gleich am Anfang sowas wie, ich sag gleich, das hier wird keine lange Folge, weil wir fanden die alle scheiße. Ja, das stimmt. Also der Blog, der war, ja. Ja, ich glaube, wir sind im Laufe der Staffel wieder besser geworden. Wir hatten ja zwischen den ersten beiden Staffeln auch aufnahmetechnisch eine längere Pause. Und wie ja schon besprochen, auch so das Team hatte so ein paar Änderungen. Und wir haben so ein paar Folgen gebraucht, um reinzukommen wieder und uns
aufeinander einzuspielen, aber ich glaube, das hat sich so, ja, nach den ersten Folgen hat sich das gegeben und mittlerweile ist das schon wieder sehr spaßig, mit euch aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch ab jetzt wieder mehr dabei sein kann. Ihr habt mir nämlich gefehlt. Oh, wer sind Sie? Nee, also bei mir merke ich es für mich auch, dass ich in den ersten Folgen, das war es für mich auch das erste Mal, dass ich mit anderen Leuten einen Podcast aufgenommen habe, wo ich die Leute nicht gesehen habe, bis auf die eine Mal auf dem Camp, wo ich halt Sven und Björn direkt gegenüber saß. Das merkte ich für mich halt auch, dass das für echt merkwürdig ist und dazu, jetzt klappt's. Ja, also leider die Leute, die mich nicht mögen, sorry, ich werde wohl weitermachen. Sorry. Das ist gut. Also richtig geile Chemie, weiß ich gar nicht. So, gute Frage, aber wisst ihr noch was, wo ihr sagt, ey, das war ein richtig geiler Abend? War immer witzig, also in meinen Augen. Ja, finde ich auch. Ich kann mich jetzt nicht... Also, also, das, was Sven der Erste oder Sven D., wie ich ihn nenne, so vorhin angesprochen hat, das, wo Sven 2 ja, wo er das Gefühl hatte, dass er ein bisschen zusammenbricht, also es war nicht schön, aber es war, glaube ich, eine gute Aufnahmesituation. Wenn ihr versteht, was meine ich. Mhm. Ja, also Spaß gemacht hat's immer. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann halt auch nicht viel beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht viele Folgen dabei war. Aber ich muss sagen, an den Folgen, wo ich dabei war, habe ich an euch wieder sehr viel Spaß gehabt. Und was mir halt auffällt, ist wirklich, dass wir uns mittlerweile ein bisschen besser eingespielt haben. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen holprig und rede euch immer noch ein bisschen zu viel rein. Das liegt aber eben daran, dass ich aus der Übung raus bin. Entschuldigung dafür. Aber insgesamt, glaube ich, hat sich die Chemie mittlerweile sehr gut gefunden zwischen uns allen. Das finde ich sehr schön und da freue ich mich auch sehr auf die Zukunft. Tja, Flo, lass uns Folge 3 hören. Ja, die Top 3, und das wundert mich jetzt nicht, ist alle unter einer Decke. Ja. Wie gesagt, war für mich eine der schönsten Folgen. Auf jeden Fall. Viele schöne Szenen, auch so ein bisschen Slapstick-mäßig, wo sie dann da alle irgendwie gerade sich in ihre Bofen irgendwie gelegt haben und dann fällt Henry ein, verdammt nochmal, das hättest du nicht sagen dürfen, jetzt muss ich pinkeln. Und dabei sind wir jetzt alle verkabelt. Oder diese wunderbare Endszene, wenn Henry in seinem Büro sitzt und ja, nichts mehr da ist. Ja. Überhaupt in dieser ganzen Staffel kommt das, glaube ich, öfter vor, dass sie halt irgendwie versuchen, mit dem Hauptquartier irgendwas zu klären und da einfach so überhaupt nichts zurückkommt. Ne? Das haben wir in diversen Folgen so als wiederkehrendes Thema. Egal, ob sie irgendwie was zum Heizen brauchen, ob sie irgendwie Chirurgen brauchen oder Medikamente, es ist egal, was man braucht, man kriegt's garantiert nicht. Naja gut, aber ich glaube, da haben wir auch in der ersten Staffel schon ein großes Highlight gesetzt. Ich meine, wenn sie nicht mal reagieren, wenn eine Bombe im Camp einschlägt, auch wenn es nur eine Propagandabombe ist, das wusste man ja zu der Zeit nicht. Ich glaube, dann weiß man schon ungefähr, was man von der Heeresleitung zu erwarten hat. Ja, das ist wohl leider so. Wie fandet ihr denn dieses Mal die politische Dimension dieser Staffel? Die war ja diesmal viel deutlicher. Und findet ihr, das tut der Serie gut oder stört euch eher? Ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, das tut der Serie gut, dass sie eben so kritisch ist. Ja, das tut der Serie sehr, sehr gut. Also wir haben einige Punkte gehabt, die wichtig waren. Auch wenn ich die Folge an sich nicht gut fand, dann fand ich diesen ganzen Zusammenhang wie nennt man das? Displaced ist das englische Wort. Also geflüchtete Einheimische, die irgendwie versuchen, in diesem Land, in dem Krieg, der irgendwie so gar nicht ihrer ist, klarzukommen. Damit habe ich vorhin angefangen. Obwohl ich die Folge nicht gut fand, kam das in Kim ja entsprechend vor. Das kam in The Trial of Henry Blake kam das natürlich vor. Und ja, das ist eine wichtige Local Indigenous People natürlich. Das ist eine ganz wichtige Dimension natürlich. Die Folgen kamen auch alle drei hintereinander, sehe ich jetzt gerade, wo ich mal auf die Liste gucke. Und auch diese Folge, wo sie dem Senat da den Hölle heiß machen, weil sie ein ziviles Dorf angegriffen haben.
zum Beispiel, die fand ich sehr, sehr wichtig. Die fand ich nicht unbedingt gut, aber sehr wichtig. Genau. Oder wir hatten ja auch immer wiederkehrende Themen wie Rassismus oder die Folge über Homosexualität. Waren genau. Vielleicht nicht immer Top-Folgen, aber die Themen, gerade in dieser Folge Der Werfer den ersten Stein, wie sie mit diesem Thema umgegangen sind, so vollkommen unaufgeregt eigentlich, das fand ich ziemlich beeindruckend für eine Serie aus dem Jahr 1973. Das war ja das, was mich dann halt mehrfach eingeholt hat. Dass ich das gar nicht, so ich habe halt MASH unter witzige Serie verbucht gehabt und jetzt halt in der aktuellen Weltsituation mit Trump und so weiter. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört und wie sich das weiterentwickelt, aber zurzeit ist es halt nicht so wirklich großig. Da haben so ein paar Folgen bei mir halt wirklich getriggert und so wirklich, wo ich sage, das ist gut an sich. Und ich fand's krass, dass das in so einer alten Serie schon so krass rauskommt. Ich meine, klar, man hat irgendwie die 68er-Generation im Hinterkopf, die Hippies und so. Aber dass das so auch in der Fernsehkultur der damaligen Zeit, man versteht denn irgendwie im Nachhinein, warum MASH, glaube ich, damals halt auch so ein politisches Thema war. Also auch, dass die Serie als solches so auch die Nation im Teufelsfall gespalten hat. Ja, das war, glaube ich, so eine von drei Serien oder von drei Comedy-Serien. Man muss ja auch überlegen, dass es eine Comedy-Serie ist und nicht irgendwie ein großes politisches Drama. Aber es gab damals wirklich drei Comedy-Serien, die so die Fernsehlandschaft ein bisschen umgebaut haben. Und ich glaube, ohne diese Serien gäbe es so das, was wir heute sehen, nicht in dieser Form. Und das ist MASH, das ist die Mary Tyler Moore Show, die sehr viel für das Bild gemacht hat, wie man Frauen in so Serien gesehen hat. Weil hier ging es um eine Frau, die Single war, die in ihrem Job erfolgreich war und die keinen Mann gesucht hat, die keinen Mann gebraucht hat. Und auch hier wurden immer wieder ernste Themen angesprochen. Und auch die Serie All in the Family. Man kennt den deutschen Ableger natürlich, Ein Herz und eine Seele. Aber diese amerikanische Serie ist da noch, noch viel radikaler, würde ich sagen. Lief auch natürlich viel, viel länger, 9 Jahre, glaube ich. Und auch da werden Themen aufgegriffen, sei es Rassismus sowieso, aber auch Themen wie Abtreibung und was weiß ich, das hat man so nicht gekannt vorher. Und das ist für diese Zeit tatsächlich ziemlich ziemlich mutig gewesen. Mhm. Das mit dem Soldaten, der irgendwie das richtige Blut haben wollte, das war in der Dear Dad 3-Folge, oder? Ja. Ah, genau, sie heißt auch auf Deutsch Blut hat doch eine Farbe. Ja, genau, richtig. Das, ich hatte gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, welche Folge das war, ja. Wo wir den Rassismus erwähnt hatten, der ja in vielen Folgen immer mal so am Rande irgendwie eine Rolle spielt, aber speziell da der Rassismus gegenüber amerikanischen Schwarzen halt nochmal eine Rolle spielt. Ginger übrigens auch ein cooler Nebencharakter, der mir vorhin nicht eingefallen ist, wie viele andere auch. Ja, oder auch in der Folge mit Hawkeyes großer Liebe, die sich dann als Rassistin herausstellt, da hatten wir das Thema ja auch. Ja, wo Hawkeye dann seinen Handschlag zurücknimmt. Genau. Absolut richtig reagiert. Kein Sex für Nazis, sondern nichts zu trinken. Jo. Ja, kommen wir zu Platz 2. Und das wird euch überraschen, denn die Folge hat keiner genannt. Und auch mir ist sie nicht eingefallen. Sexspiele und anderes. Im Englischen Deal Me Out. Das ist tatsächlich die erste Fleck-Folge und die erste Folge mit Pat Morita. Das ist die Pokerfolge, ne? Genau. Das ist die Pokerfolge, oder? Die Pokerfolge, genau. Wo dieser Geheimagent eingeliefert wird und sie ihn eigentlich nicht operieren dürfen, weil kein anderer anwesend ist. Ja, die Folge war auch wirklich gut. Und jetzt kann ich auch nachgucken, Captain Sam Puck hieß der Charakter von Pat Morita. Das ist eine Folge, die werde ich wohl mal nachgucken müssen. Die habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja eine von den Folgen, wo ich nicht dabei war. Und ja, ich muss die wohl mal nachgucken. Ich glaube, da wird hier der Psychiater auch sehr viel weniger auf den Sender gehen. Der ist da also deutlich besser dargestellt als in den Folgen, die wir geguckt haben. Ja, also die wir zusammen geguckt haben. Oder nein, die wir zusammen besprochen haben, nachdem wir sie beide geguckt haben. Jetzt verwirr doch nicht mit Fakten. Entschuldigung, mein Fehler.
Ja, ich glaube, da das so eine leicht episodische oder eine ziemlich episodische Folge war, ist die uns nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, die Dear Death 3-Folge, die hat uns auch gar nicht so schlecht gefallen. Und ja gut, For Want of a Boot, die war eher so meh. Und auch Mail Call, was die anderen episodenhaften Folgen waren. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die Dear Me Out eine von denen geworden, die bei uns allen, glaube ich, in der Diskussion gewonnen hat. Ja, das war, glaube ich, wirklich so. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Frage von vorhin zurückkommen, weil so im Nachgang war das vielleicht aufnahmetechnisch ein Highlight. Hier haben wir die Folge so besprochen, dass wir alle tatsächlich was davon hatten. Dass bei uns allen die Bewertung hochgegangen ist, weil wir im gegenseitigen Austausch gemerkt haben, wie gut die Folge wirklich ist. Also eine nachhaltige Folge. Genau. Wie fandeten ihr diese Staffel die episodenhaften Folgen, also die Dear Dad-Folgen oder die Raiders Radar-Folgen? Weil ich fand die diesmal ein bisschen schwächer, ehrlich gesagt, als in der ersten Staffel. Ja, das ging mir genauso. Ich hatte da oft das Gefühl, dass sie einfach Ideen, die nicht für eine ganze Folge getragen haben, zusammengeworfen haben. Das war etwas schwächer als in der Folge zuvor und in der Staffel zuvor. In der Staffel zuvor hatte ich das Gefühl, dass es wirklich ein Stilmittel ist und hier hatte ich halt das Gefühl, dass es eher so ein bisschen Recycling-Tonne ist. Ja. Ja, ich sehe es auch so. Es war ein bisschen schwächer, wobei ich immer noch an diesem ganzen Format Spaß habe, aber es ist wie immer bei Anthologien, man hat meistens auch irgendwelche Stories dabei, die eher schwach sind. Du weißt, wovon ich rede. Gut, jetzt spann uns nicht auf die Volker Folter, Onkel Flo. Erzähl uns schon, was die Eins ist. Oder soll ich einen Trommelwirbel noch schnell zusammenstellen? Deine Trommel ist defekt. Ich bin nicht musikalisch. Ja, Platz 1 mit 0,8 von 1 Punkten im Schnitt ist Die unter Beschuss liegen. Haben wir schon viel drüber geredet. Absolut gerechtfertigt. Ja, kann ich mitleben. Allein schon, weil man Raiders nackten Hintern sieht. Wuhu! Ja, ja, gute Folge. Wäre jetzt nicht mein Top gewesen, aber... Aber dafür haben wir halt unterschiedliche Geschmäcker. Und das ist auch gut so. Genau. Was mich dabei überrascht hat, ist, dass der 5-Uhr-Charlie nicht in den Top 5 ist. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich ihn nicht gehört habe oder nicht, aber ich glaube, das war genau das gleiche Problem wie bei der ersten Folge. Wir haben da alle erstmal noch ein bisschen tief gestapelt, so nach dem Motto, naja, mal gucken, was in der Staffel sonst noch so kommt. Und vor allem du. Du hast die Folge nämlich am schlechtesten bewertet mit 0,4. Von den Leuten, die bewertet haben oder von allen Folgen, die ich bewertet habe? Von denen, die bewertet haben. Ja, ich muss sagen, ich war von der Folge auch im Nachhinein ein bisschen enttäuscht. Ich habe die irgendwie besser in Erinnerung gehabt, als sie dann wirklich war. Und tröste dich, du bist da tatsächlich nicht alleine. Ja. Ich war ja in der Folge nicht dabei, aber ich habe ja letztens dann, bevor ich in den ganzen Kram wieder eingestiegen bin, habe ich ja dann quasi am Stück alle Folgen, die ich noch nicht gesehen hatte, dann am Stück geguckt. Und jetzt wart ihr alle so geil auf 5 O'Clock Charlie und jeder findet die Folge toll und war total gehypt und ich konnte mich überhaupt nicht an die Folge erinnern. Ich weiß, ich muss die irgendwann mal gesehen haben früher, aber ich konnte mich nicht dran erinnern. Und dann habe ich die gesehen und sie war okay, aber so berühmt fand ich sie jetzt nicht. Ja, also sie hatte sehr viele sehr nette Details, aber das hat den Gesamteindruck nicht so hochgezogen. Ja, sie hat viele erinnerungswürdige Details, aber der Gesamtzusammenhang fehlt irgendwie. Und ich glaube, das fällt einem mehr auf, wenn man das Ding wirklich so im Detail bespricht und dann bewertet. Das und der Effekt, dass wir am Anfang alle ein bisschen tief gestapelt haben, der ist, glaube ich, haut da, glaube ich, rein. Flo, hast du mal so eine Aufzeichnung gemacht, ob sich die Bewertungen durch die Staffel irgendwie verbessert oder verschlechtert haben? Ja, fangen wir mal an. Natürlich ist das jetzt im Vergleich, der hinkt ein bisschen. Arnin zum Beispiel hat nur 3 Folgen in der ersten Staffel mitgemacht und hatte da also im Schnitt 0,5 Punkte. Doch so viel. Ja, du bist gestiegen auf 0,6. Immerhin.
Dela, gut, ist ja auch wieder natürlich, in der ersten Staffel hatte sie 0,6. Du bist tatsächlich, glaube ich, die Einzige, die schlechter bewertet hat, aber du warst auch nur bei 3 Folgen jetzt dabei. Ja. Du bist auf 0,53 runter. Ich bin von 0,57 auf 0,61 gestiegen. Und bei Dela ging es von 0,56. Quatsch, bei Alex, nicht bei Dela. 0,56 auf 0,69 hoch. Sven hat eine leichte Steigerung drin von 0,5. Der Original Sven, weil der zweite war in der ersten Staffel nicht dabei. Von 0,58 auf 0,59. Und der Zappo, was natürlich auch mit nur 2 Folgen jetzt nicht aussagekräftig ist, ist von 0,63 auf 0,65. Und Sven 2 ist eingestiegen mit 0,63. Also insgesamt, die Durchschnittsbewertung aller Durchschnittsbewertungen ist 0,62 und liegt damit doch ein bisschen über den 0,55 für die erste Staffel. Das ist ja schon spannend. Was ich gemerkt habe, ist, die Folgen hatten, glaube ich, auch immer, wir haben immer die 3 Folgen, die wir in der Regel ja im Pack geguckt und dann aufgenommen haben, untereinander viel verglichen. Das merkt man also speziell in den Folgen, wo das Triumvirat für historische Meshvermittlung nur anwesend war, dass wir da auch oft gesagt haben, naja, im Gegensatz zu der anderen Folge und im Gegensatz zu dem von letzter Woche oder so, ist das besser oder schlechter. Und ja, ihr wisst ja auch, es geht gar nicht darum, wie gut was ist, sondern nur, wie gut was ist im Gegensatz zu dem, was gerade daneben steht. Ja, unterschreib. Ja, aber ich denke, man kann schon so ein bisschen rauslesen, wie es uns so gefallen hat. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir tatsächlich einmal volle Punktzahl hatten. Arnim hat der lustigen Latrine komplett 1 von 1 Punkt, also umgerechnet 10 von 10 dann gegeben. Und Sven 2 hatte beim 5 Uhr Charlie 0,99 von 1. Also so hoch waren wir in der ersten Staffel, glaube ich, nicht. Das Niedrigste, was wir hatten, war, glaube ich, 0,2 hatten wir einmal. Und das war auch Affäre Henry und Nancy, das waren Sven und ich. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass Arnim an Dr. Pierce und Mr. Hyde oder zur lustigen Latrine einen Heidenspaß hatte, ja. Haben wir dann auch eine Folge, wo man sich richtig gestritten hat? Also wo die Meinungen richtig extrem auseinandergingen innerhalb der Folge? Also so extrem, wie wir es beim König, Bube, Dame, Gast manchmal haben, war es hier nicht. Es ist gerade bei der letzten Folge mit dem gemeinsamen Geheimdienst, da schwankt es dann doch schon mal von 0,3 auf 0,6, aber das ist jetzt auch nicht so extrem. Also so ein paar Schwankungen sind drin. Gut. Hat noch jemand was? Nö. Ja, ich habe noch einen Nachruf. Wir hatten ursprünglich überlegt, es als Sonderfolge zu machen, aber dazu hat es auch leider nicht genug hergegeben und es wäre eh nicht rechtzeitig erschienen, um dann noch sinnvoll zu sein. Aber am 8. Dezember 2019 ist René Auberjonois gestorben. Man kennt ihn vielleicht aus Star Trek Deep Space Nine, wo er den Odo gespielt hat, oder aus Boston Legal. Aber eine seiner allerersten Filmrollen war Father McKay im MASH-Film. Ich habe zu dem Thema auch etwas vorbereitet, wenn ich darf. Na klar. Gerne. Ja, danke. Ja, bitte, bitte. Großartig.
Wie schließt man daran an? Ich würde sagen, wenn wir nichts weiter haben, dann machen wir einen Deckel drauf. Genau. Wir freuen uns auf Staffel 3. Wir freuen uns, dass ihr uns als Hörerschaft erhalten bleibt. Und obwohl da mal ganz kurz noch reingegrätscht. Mhm. Staffel 3. Habt ihr schon Erwartungen? Habt ihr noch was im Hinterkopf, bevor wir es uns jetzt angucken? Was sind eure Erwartungen? Was sind eure Wünsche? Was hofft ihr? Was wisst ihr noch im Hinterkopf? Ja, ich weiß, dass in Staffel 3 die böseste Folge von allen, ja. in allen Staffeln ist. Genau, und du meinst dieselbe wie ich und ich freue mich drauf, auch wenn sie so unglaublich traurig ist. Nein, ich werde wieder fürchterlich weinen. Ich habe auch in Staffel 1 schon wegen einer so einer Folge geweint und ich werde auch in dieser Folge wieder weinen. Ich würde sagen, ja, also es wird bissiger, aber der volle Hyänenbiss, der kommt erst später. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade die Liste der Folgen vor Augen und ich lese die Titel so runter und ich erkenne da irgendwie keine einzige Folge wieder, außer halt der, die ihr schon meint. Von daher, keine Ahnung, ich habe da ganz, ganz, ganz wenig Erwartungen. Ich weiß, dass die Staffeln nach hinten raus eigentlich immer besser werden, jetzt zumindest eine ganze Weile. Von daher erwarte ich schon, dass mehr erzählerisches Niveau kommt, dass mehr interessante Themen kommen oder spannende, politisch wichtige Themen kommen. Aber sonst kann ich mich ganz wenig dran erinnern. Von der Liste her erinnere ich mich, glaube ich, tatsächlich nur an eine Episode, die ich als gut im Kopf habe, aber ich werde es mal sehen. Und das sind die Rippchen aus Chicago. Ja, aber da kommen wir dann drauf. Wo du es sagst, die sagen mir auch irgendwas, aber irgendwie nicht mehr richtig was. Ich glaube, es war eine Klingerfolge, aber es kann auch sein, dass ich mich da komplett irre und das verwechsle. Zumindest passen sie sehr gut zu den Oliven aus Rochina. Und den Sexfilmchen aus Kuba. Ei, ei, ei. Ja, die das werden wir. Die Füße. Oh Gott. So, Freunde, ja, dann vielen Dank, dass ihr eine ganze Staffel Mesh unter Messer mit uns ertragen habt. Ich hoffe mal, dass wir in dem Rest, ihr habt ja erst die Hälfte der Staffel gehört, keine größeren Pausen mehr drin haben. Also ich habe die nächsten 5 Folgen soweit geschnitten und die ersten 3 zur Veröffentlichung vorbereitet. Von daher, die nächsten Wochen wird sauber laufen. Schauen wir mal, was da sonst noch so kommt. Und ansonsten hören wir uns in wahrscheinlich ein paar Wochen wieder bei Staffel 3, wenn es wieder heißt. Und jetzt alle zusammen. Mesh und Messer.